Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Discarnia 5. Beim letzten Mal, das fast ein ganzes Jahr her ist, haben wir ein bisschen was gemacht. Ihr seht, ich bin ein bisschen stärker geworden im Gegensatz zum letzten Mal, denn ich bin jetzt Level 346. Und das hat natürlich einen Grund. Ich habe in den letzten 2-3 Tagen wieder Bock gehabt auf Discarnia. Und deswegen sind wir jetzt. Wir kehren wieder zurück. Juhu! Wir sind hier in der Discarnia-Welt. Nice. Ja, ihr seht, ich habe ein bisschen trainiert. Ich habe übrigens auch hier oben die Gruppen jetzt eingestellt. Und zwar macht man das mit Viereck. Und dann kann man die sozusagen so registrieren. Und dann kann man halt so sich Gruppen machen. Das ist unsere Main-Gruppe sozusagen, oder nicht ganz, da fehlen noch ein paar. Ansonsten, ja, seht ihr mal ganz kurz den Durchschnitt hier von dem Leveln. Ich gehe jetzt einfach mal ganz schnell durch. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe Gold, also hell, gesammelt. Ganz einfach sogar, kann ich euch sogar zeigen in einem Video oder so. Und dann habe ich noch, das muss ich runtersetzen auf normal. Natürlich gelevelt. Und mir kleine Tipps angeeignet. Die Shara World ein bisschen gemacht. Wir sind jetzt ein bisschen von den Abilities ein bisschen stärker. Ihr seht, wir haben ein bisschen mehr. Also hier, dass wir die Klasse mehr kriegen, dass wir mehr Mana kriegen, dass wir mehr EP kriegen. Dass wir nicht gequittet werden können und so weiter und so weiter. Und da geht es natürlich ganz weit, ganz gut davor. Also wir haben jetzt hier ungefähr ganz coole Leute am Start. Und wir wollen es nicht lange aufhalten. Wie gesagt, das mit den Hell kann ich euch nochmal zeigen, wie man das macht. Das kann man relativ früh in Game machen und das ist ziemlich einfach. Und dann braucht man nicht viel machen. Ja, ich werde dann jetzt weitermachen mit der Story. Ich habe da echt Bock drauf. Und ja. Nee, hier nicht. Und zwar müssen wir nach Georgius. Das ist ja der Planet von Seraphina. Und da müssen wir sozusagen den Vater, wenn ich mich recht entsinne, auf die richtige Bahn lenken. Viel Spaß. Seraphina, what is taking you so long? Oh no. Is she going to betray her father? She ran away from home and brought home a fiancé. Spoiling her has backfired. Hey, you guys! Our guests will arrive soon. Take good care of them. But take extra care when handling my daughter, Seraphina. Hey guys, get out of the way! Hey Sarah, looks like these jabronis want to fight us! I see, so he's already made the next move. Father, you're always quick to act in situations like this. What do you mean? Our objective is to destroy the final magical spear. We will not tolerate anyone standing in our way. Protection Beam. Ja, der wartet uns, glaube ich, random ein paar Mal ab. Soll uns aber jetzt nicht stören. Denn diese Viecher hier sind Level 72 und die vernasche ich in 5 Sekunden. Wir müssen noch mal ganz kurz. Ja, genau. Der Laser. Ah, ne, der ist nicht random, sondern der ballert einfach nur so runter. Die Sachen sind gar nicht so schlecht. Naja, egal. So, Kilia. Kizuna kann auch noch was machen. Ach, ich muss noch. Wartet mal. Ich muss euch natürlich noch die Fähigkeiten zeigen. So, das machen wir noch alles an. Das machen wir an. Das müsste reichen. Ich will natürlich, weil ich habe natürlich
ein bisschen was selber gemacht, weil ich natürlich jetzt nicht so viel wegnehmen von den Spezialdingern. Was machen wir denn? Nee. Guck mal, sie schafft das gar nicht, seht ihr das? Obwohl sie ein paar Level über denen ist. Ja gut, aber ich habe an dem Equipment jetzt kaum was gemacht, ehrlich gesagt. Ich glaube, nur Kili hat eine bessere Waffe. Ansonsten haben die alle eigentlich sozusagen... naja, nichts Besonderes, aber auch nichts Geiles. Und deswegen... Achso, wartet mal. Machen wir hier den noch Def, dann läuft das besser. Und Kili natürlich auch. So. Gucken wir mal, was passiert. Ich werde jetzt mal ein bisschen durchlaufen lassen. Weil ihr müsst natürlich wieder in den Flair kommen von Deskaya, über die überschüssigen Attacken, die coolen, überhypen Attacken, die viel zu groß sind, viel zu stark, die gar keinen Sinn machen manchmal. Und ja. Klatsch. Übrigens hat Seroken jetzt noch eine Fähigkeit, also ein bisschen mehr Fähigkeiten von Kilia übernommen, also so die Standard-Faustattacken, die Kilia auch kann. Finde ich ein bisschen schade, dass er eigentlich so viel kopiert, dass er nicht was Eigenes sich sozusagen macht. Ja, das skippe ich jetzt mal, das kennen wir schon alles. Jojo-Trick. Bulk ab war, glaube ich, dass er sich auch stärker macht, genau. So, nice. Ja, die können sich natürlich alle wehren. Na, wo ist denn dieser jetzt? Okay, er geht dahin. Das werden wir verhindern können. Alvidia Holy Attack kennen wir natürlich. Werde ich euch natürlich zeigen. Seraphida wurde hochgenommen. Achso, weil er jetzt die Attacke machen will. Okay. So. Oh, den kenne ich selber noch nicht. Hyper. Oh, den muss er neu gelernt haben. Okay. Dann gucken wir uns das mal an. Das kenne ich selber nicht. So. Ach so, ich kann euch nochmal zeigen. Funny Bingo Guy hat natürlich auch ein paar neue Fähigkeiten gelernt. Ihr seht, er hat jetzt das hier bekommen, also die Standardattacke von Kilia. Also er hat wirklich sehr viele Attacken jetzt sozusagen übernommen von ihm und das finde ich eigentlich schade. Der kriegt die gar nicht tot, ey. Egal. Ich zeig euch mal Terra Wind, was natürlich die Gegner ein bisschen auseinanderreißt. So, sie... Ich mach noch mal... Nee, das geht nicht. Okay. Dann mach ich mal das hier. Dann zeige ich euch mal den Rolling Crash. Glaube ich, hieß das. So, Annie hat auch, glaube ich, was Neues bekommen. Nee, auch nicht. Omega hatte sie, glaube ich, damals schon. Zeige ich euch aber trotzdem noch mal als Sicherheit. So, Nisa... Lohn, wartet mal, ich kann euch mal neue Charaktere zeigen. Und zwar die hier habe ich zum Beispiel freigeschaltet. Die sehr cool ist und... Ja, schauen wir uns doch mal die Fähigkeit an. Und Attacke. Ah, da muss ich ein bisschen nachbearbeiten. Should
My brain is burnt. Der macht einfach alles so jetzt. Also Fanny Bingungai ist eine Maschine geworden. Aber gut, das war ja schon vorher. Also Magie war immer, schon immer stark. Ziemlich geil gemacht, also ich bin sehr begeistert von den Charakteren und natürlich zeige ich euch nochmal Fuka, denn sie ist nämlich auch wieder dabei. Ich habe sie geholt mit ihren Standardfähigkeiten, glaube ich, aber kann gerade nicht so viel Damage machen, wie ich das ganz gerne hätte. Oh, egal. Da kommen Erinnerungen hoch, oder? Boah, ey. Us. Sorogen stand drauf. Okay. Und Kizuna auch. Ein gut, Zierring kennen wir schon. Wie die alle. Oh, warte. Ja, das lass ihn da laufen. Na, ah, das ist so eine Anlehnung an den Feuer. An den Feuervogel, den wir gerade gesehen haben. Homing Eraser. Nice. Obwohl, das kennen wir auch schon. Okay. Natürlich geht er nur auf mich. Aber egal. So. Mr. Dropkick wird jetzt drauf gehen. Dann machen wir ein kleines Feuerchen. Oh, ist out of range. Ach, scheiße, schafft er nicht, wa? Ah, ich muss die aber rausholen. Sonst stirbt die noch. Komm schon. Yes. Okay. Sieht leider keinen Overlord. Wäre aber cool, wenn sie auch einen hätte. So. Ich muss den da jetzt töten. Weil sonst geht er mir nämlich auf den Keks. Okay. Okay, kann er nicht. Die sind alle oben. Das ist sehr nervig. Egal. Das holt Erinnerungen weg. Zurück, ey. In die gute alte Disgaea 4 Zeit. Und tschüss. Just like that. Damn you. Damn you. Damn you. Damn you. Ja, jetzt man sind natürlich super Pied Viper. I'll be resting. Okay, aber mein Funny Bingo Guy. Na, das reicht ja schon. Den wird er damit nicht töten. Auch nicht schlecht, die Attacke, ne?
Ja, ich bin jetzt mal bei den Attacken ein bisschen ruhiger, weil ihr solltet natürlich wieder wirklich im alten Flair wieder reinkommen von Disgaea. Na, langsam wird es aber ein bisschen nervig, oder? Findet ihr nicht? Deswegen würde ich mal sagen: Overlord an. Ja, er kann sich leider nur einmal bewegen. Sehr nervig. Die stehen perfekt, denn die stehen nämlich nebeneinander. So. Dich montosse ich mal. Und zwar dahin. Damit Kilia gleich drankommt. So. Kannst du ihn bitte töten? Perfekt. Und du machst. Nee, dann würde ich ja den anderen wegmachen. Dann mache ich Omega Wind. Okay. Mega Feuer. Don't be late. Advance. There. Es sind einfach so geile Attacken, ne? Die machen einfach Spaß zuzugucken. Auch wenn immer das ein bisschen länger dauert, halt mit den Fähigkeiten und so weiter. Also das Video halt länger dauert, meine ich jetzt. So. Jetzt ist aber langsam Schluss. Jetzt ist langsam mal Schluss. Oh. Es ist schon wieder draußen. Lol. Oder habe ich mich denn verguckt? Okay. Na, den Bärchen müsste man eigentlich mal wegschieben. Dich auch. Okay. Haben wir noch irgendwen cooles? Mau. Mau. Mau kann den leider noch nicht töten. Ja, ich will jetzt ein bisschen schneller machen hier, deswegen nehmen wir doch mal Rahm mit den komischen. Ah, reicht auch noch nicht. Okay. Okay, gehen wir auf die sichere Seite. I'll crush you! Ja, ja. Das blöde System, ne? Ich wette mit euch, der Boss dieser Stage hier, der wird bestimmt immun sein gegen diese Art von Laserbeam. Hellfire Shoot. So. Damn you! Let me thank you. Oh lol, er hat ihn getroffen. Ist der jetzt oben drauf? Ja, okay. Ah, jetzt steht natürlich Red Magnus da ganz hinten. Naja, gut. Ja, der war ein bisschen selber doof, die KI. Hat sich da genau reingestellt. Da war sie selber ein bisschen doof. I can't keep going like this. I have to tell them all the truth. But I can't. What am I thinking? What do you think they'd all say if they found out that I'm poor now? But I don't think I can keep lying. If they're going to find out sooner or later, then I should tell them myself.
No, I don't think I could stand them treating me like a poor person. They'll pity me for being poor and laugh at me for being poor. I wouldn't be able to stand that. But I can't obey my father and let him sell them out to the lost. I just want to die. Ja, mit ihren kleinen Komplexen, dass sozusagen Reichtum alles ist. Was natürlich nicht stimmt. Let's fix you up. So. Was ich noch zeigen würde, ganz gerne, das Equipment. Und zwar von Keen, der hat nämlich hier den Royal Ring bekommen. Und den haben wir schon auf Stufe 15. Also halt. Er ist, wie gesagt, wirklich der Einzige, der so ein bisschen stark ist. Und ja, schauen wir uns mal die nächste Map an. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Galt hab ich? Ja, Galt hab ich. There it is. The magical spear. As I thought, it might not be stuck in the ground, but it's still absorbing the energy. Let's destroy it, Plip! Quickly! No, everyone! It's a... What? What is this? I can't move! Damn it! How did I fall for such a simple trap? We came here to save this netherworld! Why are we being treated like this? You've fallen into my trap. Father! How is it, my guests? How does it feel to be captured in my Overload Skill Rigid Rope Gallows? I'll super destroy the overload of an overlord who was so scared of the lost he retired! Overload skill! Super Universe! What? Useless. My rigid rope gallows has a limited range, but once a prey has been captured, it cannot escape. What are you trying to do? We came here to save Gorgeous by destroying the magical spear. If you want to save this netherworld, then stay calm and sacrifice yourselves. If I turn the rebel army over to the lost, then they'll probably give me a lot of cash, right, Seraphina? You're gonna give us up? What's he talking about, sis? It would be harsh to force my daughter to speak the awful truth about Gorgeous. Very well, I'll tell you. Wait! Father! Gorgeous has gone bankrupt. We have lost all the wealth that we once had, and we are now poor! The poor Plip? Well, that's an obvious consequence of investing so much money in this sturdy shelter. So, what's the problem here? Huh? Is there a problem with you being poor? I was born, raised, and continue to be a proud poor person. Whether you're rich or poor, you're still Seraphina. It doesn't change your status as our ally one bit. Kilia! Zukun? What was that? Ooh! Sis's body is... Seraphina is growing! A fool.
I always thought that being the wealthiest in the entire universe was where my true value lied. I thought I wouldn't have any value if I became poor. But that wasn't true. It was just my boring pride trying to convince me of my worth. Thank you, Sir Kilia. Thank you, everyone. I can see that clearly now. Hey, Seraphina! Are you going to betray your father? Overload skill. True Brionac gaze! Now, Father, release my servants... No, my allies from your trap! Yes, ma'am. As you desire, Madam Seraphina. Huh? Oh! I can move! Huh? Seraphina! What have you done? Do you have any idea what you've done? We're going to be poor now! You were complaining so much about not wanting to be poor! Father, will you listen to my feelings? Please stop being ridiculous! This all happened because you're a coward! If you weren't so cowardly and were more defiant, then you wouldn't have bankrupted us by investing in this shelter! Father, you're the cause of all this! You coward! Father, I'm not afraid of being poor anymore. I have all these brilliant allies by my side. Seraphina. The Lost are here? The Rebel Army. We're here to take your heads. Ja. Und mit diesen schönen Worten. Wir müssen uns nicht gegen den Vater rebellieren, sondern gegen die Lost-Einheit. Und das finde ich ganz gut. So, jetzt hat sie den neuen Overlord. Da schauen wir uns den nochmal an. Ja, sie hat natürlich jetzt ihre Liebe sozusagen verstärkt zu Kilia. Ach, guck mal, das ist jetzt auch nicht schlecht. Also, es reicht aber nicht. Müssen wir ganz kurz steffen. Let's go! You have accepted me for who I am, Sir Kilia. Whether I'm rich or poor, I am still Seraphina. No matter what, you're still my fiancé. Those were the exact words of your confession of love. Hey, you made up the second half. As long as I have Sir Kilia's love, nothing will scare me. A girl in love is invincible. Let's go, Sir Kilia. Let us unleash our skill of love and passion. Ja. Die Attacke führt ja zu nichts, also kommt ja nicht weit. Und da können wir doch mal gucken, wie dicht sie rankommt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer ist denn jetzt in Death-Haltung? Ist sie in Death-Haltung? Ich glaube ja. Der kriegt ja keinen Schaden, da ein bisschen überlevelt ist. Na, nee, ist doch gut. Okay. Dann werden wir ihn ja ganz kurz heilen. Und zwar mit Lari. Lari ist hier. Und Lari macht es mal bitte weg. So, und jetzt geht's nämlich los. Hat sie ja nicht... Ja, gut. Ich werde mal jetzt ganz kurz den Overlord aktivieren. Ups, scheiße, ich hab's weggemacht. Ah, fuck. Das war jetzt Reflex. Okay, Squad Attack. Das waren halt die Attacken, wo die Squads drin sind. Also ich mache jetzt seinen kompletten Squad jetzt sozusagen kaputt, falls ihr euch erinnert. Don't waste your life!